Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Universals Europa Universalis 4 mit mir zusammen, dem Alter und Frankreich. Ja, wie ihr vielleicht immer noch hören könnt, bin ich immer noch angeschlagen. Es ist dieselbe Aufnahmesession. Ich quäle mich hier weiter für euch und hehehe. Ja, ich hatte jetzt das letzte Mal mit euch zusammen hier Böhmen dezent in die Schranken gewiesen. Haben jetzt natürlich auch Kernprovinzen, Unruhen, der übliche Scheiß, aber ich hatte vor allem noch einen Plan und den möchte ich euch jetzt erläutern. Wir hatten ja das doppelte Truppenlimit jetzt bekommen, sind jetzt bei so knapp 800, dass wir ein Truppenlimit haben, 800.000 Mann. So, ich würde ganz gerne die Armeen vergrößern, aber wie vergrößert man das Ding? Ja, beziehungsweise was braucht man, um es zu vergrößern? Nicht nur, dass man die Truppen hat, nein, man braucht auch die nötige Mannreserve. Jetzt fällt mir gerade ein, dass wir 21.000 fucking Dukaten auf der Seite haben. Und die könnten wir jetzt doch durchaus dazu mal verwenden, ein paar ganz gescheite Kasernplätze zu bauen. So. Dementsprechend bin ich jetzt dazu geneigt, alles, was über 1.000 Mann bringt, Kasernplätze zuzuschreiben. Und das ist einiges. Aber vorher gucken wir nochmal nach Plantagen. Ich möchte da nicht wieder irgendwas unterbuttern, aber ich glaube, plantagenmäßig haben wir alles abgedeckt. Weil ihr wisst ja, mit den Dingern, das ist ja immer so eine Sache. Die müssen erst stehen, damit man dort halt den Kram nicht vergisst. Ansonsten Universitäten. Muss ich da noch was hinterher setzen? Das könnte ja mittlerweile wieder sein. Die ganzen Deutschland-Provinzen sind es nicht. Ich sehe es hier allgemein. Stimmt ja mal, das Baumenü. Denkt dran. Nee, gibt tatsächlich auch nichts, wo sich lohnt, eine Uni zu bauen. Dementsprechend basteln wir jetzt tatsächlich dann mal ein paar Truppenübungsplätze. So, wir fangen hier oben an, setzen uns dann hier fort. Ich achte einfach nur darauf, dass vorne noch die 1 steht. Der Rest interessiert mich jetzt nicht wenig. So, Florenz wird ausgelassen. Die bringen keine 1000 Mann Reserve. Oh, aber tatsächlich sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, ups, das war einer zu viel. Egal, jetzt müssen wir runterscrollen. Gibt es hier zufällig sonst noch irgendwo? Ne, da unten wird es ja nur tendenziell immer eher weniger. Gut, das heißt, die 750er nehmen wir als nächstes mit. Das heißt, Florenz kommt doch noch dran, haben Glück gehabt. Pisa und Cremona werden ausgelassen. Auch Mantua gibt keins. Oh, ein bisschen was in England und auch sogar tatsächlich in Afrika das eine oder andere wird ausgebaut. So, jetzt fühle ich mich schon besser. Gucken wir mal. Boah, solide. Ich will nicht wissen, wie viele dutzende Übungsplätze das sind, aber das können wir dann später mal beobachten, was das dann so unterm Strich macht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Rebellen und Kernprovinzen. So, genau. Konvertieren dürfen wir eigentlich auch nochmal wieder. Und wir brauchen dickere Stöcke, verbreitete Opportunismus. Ja, Stabilität. Das könnten wir jetzt gebrauchen. Leider habe ich keine administrative Macht und die muss ich auch weiterhin verschwenden. Oh, das ist schlecht, Malte. Nationalisten hast du jetzt erstmal in Österreich. Das heißt, die gehen dorthin und die gehen dorthin. Das kriegen wir auf jeden Fall im Griff. Dann haben wir gleich welche in Böhmen. Die werden aber, denke ich, auch uns nicht solche Probleme bereiten. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, ey. Also minus 1 Stabilität, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht erlauben. Nationalistische Einstellungen hier noch. Kleine Unannehmlichkeiten, wie brauche ich, um die Stabilität zu steigern? Das mal 156 die administrative Macht. Wir machen plus 8 pro Monat. Ja, etwas ungünstig. Muss ich schon sagen. Definitiv. Gut, okay. Ansonsten auch hier wieder kleine Unannehmlichkeiten in zwei Provinzen. Alles nicht so ganz geschmeidig hier. Prag hat Aufstände, werden aber sofort platt gemacht von unserer Armee, direkt vor Ort steht. Schlesien und Sachsen befürchte ich gleich noch welche. So, und jetzt gucken wir nochmal. Wir machen jetzt momentan, haben wir maximales Limit von 388.000, machen 5.700 pro Monat. So, jetzt gucken wir nochmal. Maximales Truppenlimit 545.000, machen 6.800 pro Monat. Also wir haben unser Truppenlimit schon mal erheblich erhöht. Und uns drohen Katastrophen momentan. Das ist natürlich ungünstig. Wir brauchen... Okay, kann gestoppt werden durch... Wir erleben eine Katastrophe oder haben mehr Stabilität als 3. Wie kann man denn mehr Stabilität als 3 haben? Und das andere ist die Französische Revolution. Fortschritt beträgt aber momentan tatsächlich noch glücklicherweise 0. Okay, aber das droht uns tatsächlich. Gut, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich möchte keine Revolution hier haben.
Das wäre doch ein bisschen ungünstig. So, goldenes Jahr, 300 Dukaten sofort oder 50% Steuereinnahmen. Die 50% Steuereinnahmen hören sich besser an. Diplomat wird abberufen und hier können wir jetzt mal ganz kurz die Rebellen wieder platt machen. So, ein paar Durchmarschangelegenheiten, die wir noch ebenso akzeptieren werden. Ansonsten Waffenschischer mit Osmanis durch. Nächste Unannehmlichkeiten. Was? Das Emsland macht Unannehmlichkeiten? Was ist denn da los? Müssen gucken. Nächste Revolten jetzt hier. Kinder, das wird eng. Ja, wir werden ein bisschen zu kämpfen haben tatsächlich. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich hätte damit rechnen dürfen, Alter. Wenn du ganz Tschechien auf einmal annektierst, dann darfst du auch nie wundern, wenn du mal auf die Schnauze kriegst. Ganz ehrlich. So, und was haben wir jetzt hier? Ach Gott, im Berberstaat da unten ist was los. Mist, Thronrebellen. Ja, die kann ich jetzt natürlich dann nicht gebrauchen. Gut, da muss gehandelt werden, aber das wird jetzt leider was werden, was nicht auf die ganz so schnelle geht. So, 25% Festungsverteidigung. Stopp, hallo, stopp. Und wir brauchen nochmal dickere Stöcker. Ja, aber hallo, nee, 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 nee. Das reicht. So, also minus 1 ist okay. Minus 2 muss jetzt nicht sein. An Stabilität. So, dann geht ihr jetzt hier nochmal schön brav rüber nach Alexandria. So, dann kommen wir jetzt mit einer 50.000 Mann modernen Armee, um dort hinten ein paar dämlich afrikanische Rebellen platt zu machen. Oh Gott, ey, die Kernprovinzen müssen schnell durchkommen, ansonsten wird das hier gleich ein ganz großes Chaos. So, mittlerweile im Jahr 1811. So, die Kernprovinzen einsägen. Zur Entlastung hier. Kinder, Kinder, Kinder. So, jetzt kann ich nur beten, dass das oder dass wir das jetzt irgendwie einigermaßen in den Griff bekommen. So, muss ich jetzt hier was befürchten in Ägypten? Ja, doch, sunnitische Fanatiker, sujanische, aidinische, doch durchaus, ich sollte hier besser eine Armee belassen. Andererseits darf ich dann die Dichte hier ein bisschen runterschrauben, dafür hier einen in den Balkan rein. Ja, so, jetzt passt. Und diese Armee kommt dann nochmal nach Madrid oder so. Da ist Madrid. So, wir haben maximal diplomatische Macht mal wieder. Stopp, Malte. Und wir haben Sophie Germain. Also eins nach dem anderen. Erstmal die maximal diplomatische Macht. Kann ich momentan nicht für Technologie einsetzen. Ist noch zu früh. Deswegen reduzieren wir sie, indem wir Kulturen anfertigen. Kulturen ändern. Das heißt, wir suchen uns mal wieder die günstigsten raus. Und, ups, nein, und machen erstmal so weiter, bis wir, keine Ahnung, 500 oder so haben. Heißt, einige Provinzen werden jetzt wieder französisch. Ach, das ist ja hier Oldenburg zum Beispiel. Ja, Malta nehmen wir noch mit, beziehungsweise in Französisch tatsächlich Malte. Haha, maltesisch. Also das muss ich ja eigentlich schon verhindern, ne? Aber egal. So, Sophie Germain. Die Pariser Akademie, doch die Pariser Akademie des Sciences, also Wissenschaften, hat Marie-Sophie Germain für ihren Aufsatz über die Elastizitätstheorie den Hauptpreis verliehen. Ihre Bildung verschaffte sie sich durch die Lektüre von Büchern in der Bibliothek ihres Vaters und durch ihre Korrespondenz mit berühmten Mathematikern wie Lagrange, Legendre und Gauss. Die Vorurteile Frauen gegenüber verhinderten zwar eine Karriere als Mathematikerin, aber Sophie Germain hat enorme Fähigkeiten auf dem Gebiet der Mathematik, Physik und Philosophie. Werbt sie an, falls sie zusagst. Oh Gott, wieder nur Stufe 2, das ist zu wenig. Großartig für sie und für uns. Ja, 10 Prestige. So. Als nächstes muss ich in Italien Aufstände fürchten. Ja. Kann man nicht mit zufrieden sein tatsächlich, aber das ist einfach diese minus eine Stabilität. Die müssen ganz schnell weg hier, aber nächsten Mord tatsächlich schaffe ich das schon. So, heben wir das auf 0 an. So, jetzt bleibt nur die Frage nach den restlichen Kernprovinzen, die ich noch nicht so gut Kernprovinzen machen durfte. 64 ist die Ostmark. Ja, hat man ein bisschen zu kämpfen hier. Und eine neue Region breitet sich aus.
Unser Bauerngesindel verrichtet merkwürdige Rituale mit Bällen. Wir müssen die religiösen Unruhen unbedingt verhindern. Halte zumindest unsere Universitäten sauber, minus ein Unruhen in Gesamtengland. Oder meine Berater haben noch nie was von Fußball gehört. Der große Führer Lamotte wird entlassen. Also, tut mir leid, aber mein Berater hat noch nie was von Fußball gehört. So nicht, Kollege, so nicht. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen uns den Dimitri Svonomir Radic. Also einen aus dem Balkangebiet. So. Kommen hier, los. Administrative Macht, fließe zu uns. Wir brauchen sie dringend. Ich würde mir gern mehr kaufen davon, habe aber nicht mehr zur Verfügung. Genau. Wir müssen dann jetzt eigentlich nochmal, können wir die Dukaten bald wieder nutzen, um nochmal wieder einen Schlag an Übungsplätzen zu bauen. Dazu bin ich sogar geneigt. So, hier dürfen wir jetzt tatsächlich die Brunnen zu Kernbrunnen machen. Übungsplätze. So, machen wir mal weiter, damit wir alles mitnehmen, was 500 hat. So. Gut, jetzt haben wir alles mitgenommen, was 500 hat. Mehr kann man da jetzt nicht rauskitzeln, weil darunter lohnt sich einfach nicht. Zumindest nicht in der größten Ordnung von unserem Land. So, wir dürfen hier wieder konvertieren jetzt tatsächlich und alles bis, genau hier so, die Geschichten Eger Pilsen dürfen wir jetzt machen. Und irgendwann ganz kurz wieder Nase putzen, ihr kennt das ja schon. Im Moment, bin gleich wieder da. Dämliche Dreckserkältung, ich sag euch das, ey. Scheiß Drecksteil, ey. Bin ich froh, wenn ich die Kacke los bin. Naja, egal. So, mittlerweile 1813. Sonst läuft so ein bisschen die Zeit davon. Wir haben Piraten da oben. Wo sind meine Schiffe? Die sind da unten. Die müssen wir ganz kurz eben hochschippern. Und es gibt wieder irgendwelche Rebellen bei den Osmanen. Was ist denn da schon wieder los? Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Ach ja, stimmt, die Osmanen sind in so einen Bürgerkrieg reingerutscht, ne? Partikularisten. Ja gut, Partikularisten, adeligen Rebellen sind mir lieber als demokratische Rebellen. So, Parma ist jetzt gleich soweit, dass sie ihren Aufstand proben. Heißt, da kann ich die Armee schon mal hinschicken. 50.000 Mann sollen sie wohl halten können. Na, wird knapp. Dann schicken wir sie mal nach Ligurien, dann bin ich auf der sicheren Seite. So, jetzt wie sieht's aus? Tatsächlich, Prag dürfen wir jetzt auch zu Kernbrunnen ausarbeiten und wir dürfen jetzt hier wieder missionieren. Sehr schön. Der Katholizismus erhält ja glücklicherweise den Einzug in Europa. So, Kleve ist auch bald soweit und da haben wir die Armee da im Norden stehen. Das dürfte also von daher auch kein Problem werden. Genau, also das heißt, ich denke mal, wir kriegen das jetzt in den Griff, sobald einfach auch die dämlichen Kernbrunnen fertig sind. Und wir haben Imperialismuskrieg gegen Skandinavien. Ja, aber hallo, die Dänen haben Skandinavien gründen dürfen und das ohne Stockholm, Stockholm haben sie ja. Aber ohne diese drei Provinzen hier, das wundert mich. Ja, okay, alles klar, Skandinavien steht. Supi. Warte, finde ich nicht supi. Das ist ja eine Demokratie. Halt, stopp, Freunde. Jetzt habt ihr es euch aber mit mir verscherzt. Das ist ja eine Demokratie. Wo ist denn der König geblieben? Wo ist mein Fischer? Ey, Schweinerei. Ja, aber halt. So nicht, meine Freunde, so nicht. Okay. Das riecht nach Bündnisauflösung. Demokratie. Hier oben. Es hackt. Aber gewaltig bei euch. Oh, brauchen wir noch die Durchmarschrechte? Müssen wir wieder zurück hier geben. Sobald wir dürfen. So. Nö, 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 Kinder. So nicht. Nicht mit uns. So, derweil dürfen wir aber technologisch die Feldhaubitze forschen und damit haben wir jetzt auch alle militärischen Ideengruppen Technologiestufen abgeschlossen. Feldhaubitze. Ursprünglich für Belagerung entwickelt, feuerte die Haubitze ein Projektil in einem hohen Winkel über die Befestigung hinweg in die dahinter gelegene Stadt hinein. Die Feldhaubitze, eine leichtere, mobilere Variante, feuerte eine Sprenggranate, überfallen die Truppen hinweg mit anderen Artillerietypen gemischt, trug sie zur Effektivität der Artilleriebrigade bei. Sehr schön. So, dann dürfen wir jetzt hier noch wieder ein bisschen Nalo schicken. Ey, so ein Scheiß hier.
Und schlechte Regierungspolitik, 1600 Dukaten und Instabilität, 1600 Dukaten. Wie sieht es eigentlich aus? Nachdem ich, glaube ich, die mal verloren hatte, werde ich das in diesem Spielstand nicht mehr schaffen, die Tra zu integrieren. Nee. Aber ich denke mal, diese Münstergeschichte dürfte man sich jetzt doch einmal ganz kurz auf die Schnelle eben annehmen. Kann man die sich nochmal eben gefügig machen? Habe ich da kein bisschen, habe ich da keinen Diplomaten hingeschickt gehabt? Nö, anscheinend nicht. Ja, dann schick nochmal einen aus. So, und Schweden ist Papst. Nee, Kinder, also ganz ehrlich, Skandinavien, das kann ich ja nicht so den Respekt zollen. Das heißt, ich würde sogar sagen, das riecht nach einem Bündnis mit Schweden. Warum denn nicht? Kann man dem ein bisschen auf den Sack gehen? Da oben im Norden. Oh, aber oh nein, die sind auch eine Republik. Ey, wo sind die Könige hin? Mann, 1814, das ist mit den Königen hier, Königreichen, extrem schwierig geworden. Und es ruft gerade jemand an. Einen Moment bitte. Bis gleich. Tja, da habe ich auch mal eben die Aufgabe als Telefonzentrale mal übernommen. Aber was ist mit. Also, das gibt's ja nicht, ey. Die ganzen schönen Dynastien. Alle den Bach runtergegangen. Bleibt nur unser Empire hier. Schade, schade, schade. Naja, so. Geht erstmal weiter. Können wir erstmal, wie gesagt, erstmal nichts machen, bis wir hier die Aufständische im Griff haben, beziehungsweise. Ha! Endlich! Sowas! Darauf habe ich gewartet. Eine Stabilität erhalten. Dank dir, Lamotte. Dank dir. So, dann mal immer ganz kurz pausieren. Wir haben es mittlerweile auch schon 18:15. Ich muss auch schon überlegen. Ich glaube, wir könnten sogar diese Folge fertig werden. Ja, weil ich bin momentan, die Hände sind ein bisschen gefesselt, was Aufstände angeht. Ich konnte jetzt nochmal eben kurz meinen Vasallen annektieren, aber das ist jetzt auch keine große Nummer. Das könnte tatsächlich sein, dass wir hier bald das Ende des Projektes schreiben. Ich fasse es nicht. Ja. Das wäre natürlich in dem Sinne doof, als dass wir natürlich unser Ziel dann jetzt nicht erreichen konnten. Aber darauf habe ich auch so im ersten Moment nicht geplayed, dass ich die ganze Geschichte ein bisschen anders angehen müssen. Naja, so, rebellenmäßig sind alles unter 50 immerhin. Außerdem halten wir militärische Denker. Toll, Technologiekosten. Also bringt uns jetzt was? Richtig, gar nichts. Naja. Gut, okay, das heißt, wir dürfen jetzt sogar tatsächlich nochmal in einen Krieg gehen. Das heißt, wir suchen uns jetzt nochmal, denke ich, den wohl letzten Krieg aus. Ich denke, viele wird es nicht mehr geben. Und ich würde sagen, einfach aus rein schönheitsästhetischen Gründen müsste Baden das sein. Die Verbündung sind mit Würzburg und Magdeburg, dass wir uns da noch einmal hier in Deutschland bedienen, aus ästhetischen Gründen. Böhmen ist trotzdem am Start. Habe ich dir nicht genug Schulden veranreicht? Nö, anscheinend nicht. Ja gut, dann jetzt aber dann nochmal, the winner takes it all. Gut, das heißt, wir holen uns jetzt hier alles nochmal hoch an Truppen, was wir haben. Jetzt machen wir hier auch keine halben Sachen mehr. So viel Spaß muss sein, dann demonstrieren wir jetzt noch einmal Europa unsere Stärke. So, die Armee ist oben und wo haben wir jetzt unsere Schiffe? Die sind da. Genau, dann holen wir jetzt noch einmal alles nach oben, was wir haben. Und rotzen nochmal in einem letzten Krieg hier den Gesamtdeutschland nochmal weg. Und das Ende der Revolution. Schade. Skandinavien ist eine Republik. So ein Dreck. So ein Mist. So, aber wir dürfen noch eine Technologiestufe machen, tatsächlich. Und zwar die diplomatischen Technologien, der Goldstandard. Ah, eine interessante wirtschaftliche Geschichte. Darauf kann man vielleicht irgendwann nochmal eingehen. Das anhaltende Handelsdefizit zwischen Europa und China führt zu einem Mangel an Silberwaren in Europa auf der ganzen Welt. Der Wechsel von Silber zu Goldmünzen ermöglicht es, neue Münzen in Umlauf zu bringen und den Handel in noch größeren Umfang fließen zu lassen. Richtig, das war so eine Geschichte. Irgendwann hat er halt ein Problem gehabt. Es gab halt Silbermangel, so. Die Silberpreise schossen in die Höhe. Du brauchst ein zweites Ding. So, und was war Silber recht ähnlich? Was war schon bekannt in dem Zeitpunkt? Richtig, Gold war Silber recht ähnlich, also konntest du damit handeln. Es war auch in Anführungszeichen noch relativ häufig vorhanden, Gold. Dementsprechend konntest du das benutzen. Tja, gut, damit sind auch dort alle Gruppen durch. Es fehlen nur administrative Ideen und zwar bis zum Umfallen. So, die Flotte ist unten angekommen. Das heißt, wir lagern jetzt nochmal die Truppen rüber und können uns dann wohl dem letzten Krieg widmen. Genau, so, und jetzt einmal geht ihr bitte hierhin nach Frankfurt und eben ganz kurz eben die. Meine Zimmertür aufmachen, damit ich gleich die Klingel höre, weil meine Schwester gerade unterwegs ist, um mir Essen zu besorgen. Ja, auch meine Schwester kann mal sehr sozial sein, fand ich sehr löblich. So, was? Schon wieder? Ah, Fußball.
Gut, ich brauche einen neuen Berater. Ach, Stabilitätskosten. Ja gut, das nehme ich natürlich gerne. Dann nutzen wir das gleich mal und erhöhen eigentlich unsere Stabilität. Nochmal aus Sicherheitsgründen um 1. So. Dann können wir hier nochmal den Missionar aussenden. Und ansonsten, ja, müssen wir kurz noch warten, bis die Leute da stehen, wo sie stehen müssen. So, und jetzt ist noch einmal totaler Abriss angesagt. Noch einmal Deutschland hier richtig in den Hintern treten. So, legen wir los. Heißt, warte mal kurz, wir warten jetzt mal ein paar Tage, bis wir wissen, wer alles beitritt. So. Okay. Dann treten wir jetzt erstmal hier den Baden in den Hintern. Das heißt, ihr kommt dorthin und ihr dorthin und ihr geht dorthin. Genau, und ihr nach Braunschweig. Ja, das sieht gut aus. So, dann treten wir noch einmal gewaltig in den Hintern. Es ist nur eine Frage natürlich der Zeit, bis dann die Böhmer noch ihre Verbündeten dazu rufen. Aber ich hoffe, das kriegen wir schnell auf die Reihe. So, gut. Die ganzen Städte werden jetzt nur belagert. Böhmen kommt jetzt erstmal soliden 60.000 Mann da an. Und da ist mein Essen. Einen Moment, bis gleich. So, sehr schön. Mein Essen ist da. Kann man nicht meckern. Finde ich gut. Ihr könnt es euch vielleicht auch vorstellen, dass ich jetzt dem Ende der Folge entgegensehne, einfach aus dem Prinzip heraus, dass ich was essen möchte. Ach, ich habe noch Armee vergessen. Upsi. Hoppla. Frankreich. Ich habe zu viel Armee hin. Naja, jetzt kann ich ja auch genügend Generäle einstellen. Es interessiert ja keinen Arsch mehr. Das heißt, ihr geht nochmal nach Magdeburg. So. Genau. So, dann haben wir Sachsen gewonnen. Können wir ganz kurz pausieren. Sachsen ist besiegt. Das heißt, wir gehen jetzt mit dieser Armee tatsächlich nach Böhmen. Die erste Böhmen-Armee haben wir jetzt hier. So, sehr schön. Ansonsten sind Magdeburg und Würzburg gewonnen. Das heißt, Würzburgs Armee kann jetzt nach Krakau gehen. Dann noch die Armee aus Magdeburg nach Kalisz. Nee, ist blockiert. Das heißt, Tuchola, da können wir nochmal hin. Die Oberpfalz-Armee ist auch durch. Die Oberpfalz-Armee befreit Berlin. Baden ist durch. Badens Armee, habe ich überhaupt noch jetzt Ziele? Großartig. Ja, dieses Kalisz-Ding, dann geht ihr erstmal nach dort. Dann machen wir uns dafür bereit. Und Braunschweig-Armee ist durch, die bleibt einfach aus Sicherheitsgründen irgendwo hier in der Nähe. Ja, Frankfurt. Zwischen den besetzten Gebieten, keine schlechte Idee. So, Böhms Armee da unten macht ein bisschen Terz. Nächste. Deswegen, dafür habe ich die Armee hier unten. So, ja, Magdeburg, Magdeburg, wie mache ich das denn? Darf ich die überhaupt annektieren? Ich glaube nämlich nicht. Naja, Posen ist erstmal besetzt. Das heißt, ich kann jetzt durchdringen bis nach Kalisz mit einer Armee. So, und die kann ich schon mal zurückziehen nach Prag. Okay, da ich jetzt ja eigentlich alles gewonnen habe, was Würzburg so an Provinzen hat, an wichtigen, kann ich mir erstmal hier in Würzburg die Bresche schlagen. Oh, ist das teuer in Würzburg? Ei! Kinder, ist das teuer! Nürnberg ist keine billige Provinz. Das sag ich euch. Tatsächlich, ich kriege nur drei Provinzen. Einen Moment. Ja, gut, da muss ich gerade mal die Beschwerde meiner Schwester wieder entgegennehmen. Über die Verkäuferin beim Bäcker. Aber naja, gut. So, wo war ich stehen geblieben? Ich bin ein bisschen auf den Tritt gekommen. Jetzt, das war ein bisschen plötzlich. Genau, nicht billig. Ich kriege tatsächlich nur drei Provinzen von Würzburg. Habe mir irgendwie anders vorgestellt für den letzten großen Krieg. Aber kann man nicht anders machen. Gibt dann halt nur drei Provinzen. So, die werden dann schon mal ganz kurz unter unsere Fittiche gestellt. Und noch Bamberg. Oh, Entschuldigung, Leute. Boah. Tut mir leid. Boah. So, Magdeburg ist besiegt. Kann also maximal vassalisiert werden. Wir haben momentan genügend freie Beziehungen, dass ich mir das erlauben kann. Auf jeden Fall. Sie wollen noch nicht. Ja gut, das werden wir gleich dafür sorgen, dass sie es wollen. Erstmal dann Böhmen platt machen. Vorher ist ja anscheinend nichts zu machen. So, Krakau gewonnen.
Kann erstmal stehen bleiben, die Armee. Ziehen die weiter runter. Kommen die nach Wien. Befestigung. Halt, stopp, Jungs, Kinder. Dankeschön. Befestigung und Tuchola. Oh, ich muss einen ganz guten Schluck trinken. Einen Moment, bitte. So. Okay, kann weitergehen. So, okay. Dann haben wir jetzt dort die Armee besiegt. Aber, tatsächlich ein bisschen knapper, als ich gedacht hatte. Gut, dann kann die Armee sich erstmal regenerieren gehen. So, die alle fliehen. Das heißt, die werden wir mal ganz kurz auflauern hier im Prümmischl. Und ansonsten, Kalis gewonnen, wieder hier Befestigungsmeldung. Und ich würde sagen, das dürfte auch genügen eigentlich, um Böhmen rauszuwerfen. Gucken wir nochmal, Böhm hat ja auch keine Freunde mehr hier irgendwo, von daher. Dürfte das sich recht schnell gegessen haben. Können Sie noch eine Kernprinz an Nitra abgeben? Nee, können Sie nicht. Gut, das heißt, wir werden sie einfach noch was draus klauen. Auch nicht an Brandenburg zufällig? Nee, können Sie auch nicht. Gut, das heißt, jetzt wird wirklich einfach nur abgesahnt. Mal gucken, wie weit Böhmen dann wieder bluten darf für uns. Hoppla, ich hätte auf den Kriegsfortschritt mal gucken sollen. Heißt, wir lassen mal die Provinz dort außen vor und lassen die Provinz dort außen vor und Krakau auch noch. So schlecht steht um meine Ansprüche hier. Ach, weil sie nur verbündet. Okay, ja. Ja, warte, da machen wir es anders. Vielleicht können wir jetzt ja Magdeburg. Oh, das ist eklig. Das bedingt sich hier gegenseitig. Ja, okay, ich muss jetzt hier die bittere Pille auch hier wieder schlucken. Gibt auch hier nur zwei Provinzen, nur Posen und, oh Gott. Habe ich mir anders vorgestellt. Das lief alles jetzt nicht so optimal, schade. Aber sie dürfen dann nochmal ihre Ansprüche nochmal ein bisschen abtreten. Also zumindest eine Provinz. Gut, dann gibt es halt hier nochmal zwei Provinzen. Kleinvieh macht auch Mist. Und ich habe tatsächlich keine Macht mehr für die Kernprovinzen. So, das heißt, jetzt gehen wir nochmal nach Magdeburg. So, sollen die bitteschön jetzt mein Vasall werden. Ja, das Geld lasse ich denen, ihr wisst ja, wie ich das sehe. Ich möchte meine eigenen Vasallen nicht berauben. So, ein paar Kulturänderungen sind durch und ich habe gerade keine Diplomaten, weshalb ich 5 Tage warten muss, bis der Diplomat wieder in Paris ist. So, dann Baden darf jetzt dann auch nochmal dran glauben. So, haben wir ein paar Grenzkorrekturen immerhin vorgenommen. So, die einzige Provinz, die jetzt noch fehlt, meines Erachtens dürfte genau Posen sein. Die brauchen 74, das packen wir jetzt tatsächlich nicht. Gut, das heißt, wir ziehen uns ja mit der Armee hier wieder zurück. Ja, wer zieht sie wohin zurück, ist die Frage. Hier, ihr zieht euch nach Norden zurück, ihr nach Paris, ihr nach Frankfurt und ihr macht die Haltetruppe in Prag und ja, die München-Armee zieht sie ein bisschen weiter runter, vielleicht nach Mailand. Genau, das passt. Ansonsten kann ich jetzt momentan hier wieder nicht viel machen, außer ein bisschen ablehnen, was unrechtmäßige Forderung angeht. Missionar darf ich noch aussenden tatsächlich. Dann tun wir das auch mal. Genau. So sieht's nicht schlecht aus. Mittlerweile gleich auch 1818 angelangt. Ja, ich denke mal tatsächlich, dass das der letzte Krieg gewesen ist. Na gut, okay, dann lassen wir das Let's Play mal in dem Punkt und dann vielleicht ein bisschen ausklingen. Da muss ich mir noch überlegen, wie wir es dann ganz genau machen. Ich würde sagen, ja doch, wir machen erstmal noch weiter. Machen wir erstmal weiter bis wirklich tatsächlich zum Datumsende und dann sage ich noch ein paar Takte. Weil vorher, wie gesagt, kann ich erstmal nichts tun hier. Ich muss drauf warten. Ach, Thronfeuer ist gestorben. Oh, ja, gut, dass jetzt, glaube ich, gleich Spielende ist, weil ich glaube, wir haben keinen Nachfolger. Upsi. Gut, okay. Damit geht dann tatsächlich nicht nur das Let's Play, sondern auch die Dynastie der Fischer zu Ende. Verwandte gibt es ja in Europa nicht mehr, wurden alle unter die Guillotine hingerichtet. Ja. Gut, kleines Legitimitätsproblem. Egal. Die letzten 2 Jahre wird er wohl noch mitmachen. So, Waffenstillstand mit Pommern ist durch, Waffenstillstand mit Skandinavien ist durch, wir dürfen noch den Diplomaten hier abrufen. Wie sieht es aus, Brandenburg? Oh, minus 3. Trotz plus 200 Beziehungsverbesserung. Ja, gut, da hätte man noch ein bisschen dran zu kauen.
Nehmen wir auch mal Magdeburg, sollen sich auch nochmal mit uns einigermaßen vertragen. Ja. So sieht's aus, Freunde. Und neugeborene Tochter. Mittlerer Anspruch, 10 Legitimität, 10 Papsteinfluss verlieren oder versch. Nee, nee, nee. Dies wird mein neue. Dies wird die neue Thronfolgerin. Anne Fischer. Sehr schön. Ja, 3, 3, 4. Wäre einigermaßen machbar. Legitimitätsprobleme kriegt man in diesem Land eigentlich nicht, aber permanent. Normalerweise was Versailles haben plus viel Prestige. Was einfach bedingt ist durch unsere glorreiche Armee. Dann kann man jetzt hier nochmal die Piraten wegklatschen. So, 1820. Verfeuern wir vielleicht nochmal das Geld. Ah ne, lohnt sich nicht mehr. Ich habe ja aus unter einem Jahr sozusagen. Ich schicke nochmal die Missionare nochmal los. Aber nachkommen, eigentlich de facto Schwamm drüber. Machen wir es. Jetzt machen wir einen Cut. Und ja. Reden jetzt tatsächlich da mal ein bisschen darüber, dass wir jetzt hier am Ende sind. Ja, wie sieht's aus? Also was haben wir jetzt eigentlich erreicht, unterm Strich? Also wir haben jetzt tatsächlich Frankreich damals übernommen in einer Situation, muss man ja schon sagen, die war recht prekär. Wir waren zwar ein aufstrebender Staat grundsätzlich, hatten aber mit England allein schon so kämpft, dass die ja auf unserem Territorium waren. Also allein, wenn ich daran schon mal zurückerinnern darf, wie wir die dann weggeklatscht hatten, das war schon echt fabelhaft. Wir haben uns dann ja nach und nach ein bisschen durchgefräst. Immer mal wieder natürlich Probleme gehabt mit dem HER alleine schon. Diese Italien-Nummer haben wir dann noch durchgezogen, sind dann natürlich auch noch in die Kolonien gesiedelt, haben uns Kolonien geholt. Das waren schon wirklich gute Dinger. Und auf jeden Fall, also mit Spiel entscheidend, muss man ganz klar sagen, für die Herrschaft, die wir jetzt hier aufgebaut hatten, ist ja dann die Geschichte mit Aragon gewesen, beziehungsweise Spanien, die sich dann ja Causa Unionis hier auf unsere Seite gestellt haben. Genau, also dass unser alleine schon die Tatsache, das war auch von mir gar nicht mal so geplant, dass sie unser Kolonialreich sogar noch ganz bis nach unten, bis nach Gabu ausdehnt. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, hier schon Schluss zu machen bei Marokko, da die Ecke. Aber das hatte sich dann irgendwie so ergeben, dass das dann schöner gewesen ist, dann nochmal hier ein bisschen reinzugrätschen. Klar, ich habe mir jetzt aus ästhetischen Gründen natürlich noch gewünscht, dass wir jetzt noch diese Würzburg-Geschichte hier noch einmal komplett umgenietet hätten, dass wir hier sozusagen einen relativ geraden Grenzverlauf mit Osteuropa noch hingekriegt hätten. Aber da kann man nichts machen. Ach ja, und wenn ich gerade so auf die Osmanen sehe, hatten wir auch was Schönes gehabt. Das ist jetzt auch gar nicht so lange her, das ist ja, keine Ahnung, vor 5 bis 10 Folgen gewesen, dass wir uns hier mit den Osmanen das erste Mal angelegt hatten, dass dann diese Weltmächte aufeinander trafen. Das war so dieses zweite Schlüsselerlebnis. Das erste war diese Aragon-Geschichte von unserer Weltherrschaft. Das hat uns dann wirklich zu einer absoluten Großmacht verholfen. Ne, einer von den zwei Großmächten halt. Und dann halt dieses Gefecht mit den Osmanen, wo wir dann den entscheidenden Sieg errungen hatten. Ja, das uns dann nochmal dazu gebracht hat, dass wir hier uns nochmal als ja, Herrscher der Welt dann tatsächlich ansehen dürfen. Man könnte jetzt meinen, also würde das Spiel schon ein bisschen weitergehen, wäre es natürlich auch nochmal interessant zu wissen, wie ist denn das jetzt, wenn wir noch auf Skandinavien treffen, die, alles klar, Schweden jetzt komplett gefressen haben und auch Litauen auf jeden Fall wäre auch nochmal interessant, die ja so ein bisschen die Rolle von Russland eingenommen haben, in Anführungszeichen. Genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, so viel dann zu unserem Let's Play. Ich muss sagen, es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Was jetzt noch sein wird, ob da was Neues kommt, werde ich da nochmal wahrscheinlich ein extra Video für machen. Da muss ich jetzt ein bisschen viel überlegen. Das kann ich jetzt auf Anhieb nicht so raushauen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat mir die ganze Reihe extrem viel Spaß gemacht. So, also, okay, ich gebe es zu, es war hin und wieder ein bisschen zäh. Aber das hat so EU4 manchmal an sich, so ein paar Phasen, wo du halt dank Annexion nichts machen kannst. Wo du halt darauf getrimmt bist, dich hauptsächlich selbst zu verteidigen gegen deine eigenen internen Leute. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich hat mir viel Spaß gemacht, habe mich auch gefreut, so über die Beteiligung. Also alleine schon so videomäßig hätte ich nicht gedacht, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weniger überraschend als eigentlich, wie viele Leute sich für Modern Blade interessieren, weil man schon da sich denken konnte, so dass ihr vielleicht mit EU4 noch ein bisschen besser klarkommt, so allein aus politischer Sicht. Nervt so in Bezug auf den Politik-Simulator. Aber insgesamt, wie gesagt, also sehr rege Teilnahme auf jeden Fall von eurer Seite. Feedback war immer da und auf jeden Fall habe ich auch wieder einige Dinge dazu neu gelernt. Ne? Ich sage jetzt nur Baumenü. Ne? Ich weiß jetzt Bescheid. Ja,
Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich euch fürs Zusehen. Nicht nur für heute, sondern auch für die gesamte Reihe, die ihr mitverfolgt habt. Und würde mich freuen, wenn ihr dann bei anderen Projekten dabei seid oder falls es hiervon dann noch eine Fortsetzung geben sollte von EO 4 oder vielleicht ein anderes Spiel kommt, dass ihr dann auch mit am Start seid. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, man sieht es bei anderen Projekten. Tschüss! Bum, 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 danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis.